Moin Leute, hier zurück bei einem neuen Unboxing von mir. Und ich habe eine Grafikkarte gekauft. Und zwar ist es eine Gigabyte RX 6700 XT. Genaue Bezifferung werden wir gleich sehen. Das kann ich gar nicht genau sagen. Ist ein bisschen länger alles. Aber die Grafikkarten kamen jetzt ja am 18. März 2021 raus. Habe eine kaufen können. Habe diese Grafikkarte überteuert gekauft für 799 Euro. UVP ist um die 500 Euro. Da noch einen Tacken mehr. Aber im Moment ist es ja auf dem Grafikkartenmarkt extrem heiß, sagen wir es mal so, weil nämlich die Preise auch extrem heiß sind. Aufgrund halt Kryptomining etc. etc. Und ja, da kommen die im Moment nicht mit den Positionen nach, weil halt die Rohstoffe fehlen. Deswegen steigen überall die Preise. Und die Grafikkarte, die ich jetzt hier auspacke, kostet mittlerweile bei Mindfactory im Moment 879. Ich habe sie bei Mindfactory für 799 gekauft noch. Und bei Alternate oder Alternate kostet die mittlerweile 999. Also, ja, man sollte sich jetzt dreimal überlegen, so eine Grafikkarte zu kaufen für den Preis, weil eigentlich ist das viel zu teuer. Ich möchte aber gerne eine Grafikkarte haben, weil meine Grafikkarte ist mittlerweile ein bisschen älter und ich möchte die einfach getauscht haben. So, ja, und weil ich halt für die alte Grafikkarte, ich kann mal kurz zeigen, das ist hier meine alte Grafikkarte. Ja, PowerColor. Haben die Radeon RX 5700 XT, auch gute Grafikkarte, aber sie ist halt ein bisschen älter und ich möchte jetzt einfach mal tauschen, weil für diese kriege ich im Moment halt auch einen guten Preis bei eBay, weil alle Grafikkarten sind halt mittlerweile teuer geworden. Das ist leider so. Das kann man leider nicht anders sagen, dass es einfach so ist. Aber bevor ihr hier irgendwas anfangt, ne, erstmal statisch entladen. Ganz wichtig, mal einfach kurz den Heizkörper hier anfassen oder was. So, dann seid ihr auch schon statisch entladen, kein Problem, damit ihr bloß keine statische Entladung irgendwie im Körper habt. Das wäre sonst ein bisschen blöd. So, fangen wir einfach mal direkt an. Zudem ist natürlich zu sagen, ich bin ein Casual PC-Heini, also jetzt, ich weiß nichts unbedingt materiemäßig tief verknüpft irgendwas, das weiß ich nicht. Ich bin ein ganz normaler User, also etwaige Fehler und so sind zu entschuldigen, das wollte ich damit sagen. Und sonst guckt in die Videobeschreibung, da steht natürlich auch noch ein bisschen was. Zudem ist es früh am Morgen und ich bin hundemüde. Ja. So, was soll man gucken hier? Was rauskommt, die Rechnung oder so. So, ja, verpackt ist die schon mal ganz gut. Das ist ja auch immer wichtig, ne, wie die ankommt. Ich habe die, wie gesagt, Lieferzeit war ein Tag, weil die Firma Mindfactory sitzt natürlich bei mir gleich um die Ecke. So, da ist die einmal. Ja, doch. Haben die Radeon RX 6700 XT. Ja, 12 GB Memory, PCI 4.0 Support, OC-Version, sehr schick. Ihr braucht natürlich auch, wenn ihr diese Grafikkarte betreiben möchtet, braucht ihr natürlich auch ein großes Netzteil. Ab 600 Watt müsst ihr halt einberechnen, dass ihr ein großes Netzteil habt. Und ja, das ist hier einmal die Verpackung. So sieht es einmal hinten aus. Steht natürlich auch einiges dran. 7 Nanometer GPU, GDDR6 Memory, PCI Express 4.0 Support, Anti-Lag, FreeSync, DisplayPort 1.4, HDMI 1, 2.1, so. Video Streaming up to 8K. Ja, steht genug drauf, würde ich sagen. Aber das kann man ja noch alles in der Videobeschreibung nachlesen. Und ja, mal gucken. Gehen wir das mal an. Mal schauen. Wieso ist denn die nicht verklebt? Die ist ja gar nicht verklebt. Ist das normal? Man sieht vielleicht jetzt hier auch nicht alles, weil anders kann ich es gerade nicht aufnehmen. Hoffe mal, die Grafikkarten sind auch einigermaßen gut. Achso, ja, performancemäßig soll die Grafikkarte besser sein als eine 360 Ti Nvidia mit 50% mehr Speicher. Sie kommt aber nicht an eine 3070 Nvidia ran. Da ist sie noch etwas schlechter, aber ich spiele eh nur mit 1080p und kein UHD. Deswegen reicht die auch vollkommen aus. Sie ist wahrscheinlich overpowered, gehe ich von aus. Aber sie ist trotzdem sehr gut. Ja? Man kann das nicht anders sagen. Ist eigentlich eine Mittelklasse-Grafikkarte, aber sie ist trotzdem gut. So. Sehr schön, sie ist auch drinne und wurde nicht rausgeklaut. Das ist schon mal sehr gut. Hier natürlich noch eine Anleitung, wie man es anschließen soll. Wo ist denn das hier auf Deutsch? Hier nirgendwo.
Deutsch gibt's gar nicht. Okay. Auch geil. Wieso gibt's das denn nicht auf Deutsch? Das ist doch komisch. Nö, gibt's echt nicht auf Deutsch. Okay. Macht ja nichts. Kriegen wir auch so hin. So. Ich einmal alles in Vorsicht. Das ist schon ein ganz schöner Klopper, du. Mann, 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 ey. Hohoho. Also das ist schon Mordsgerät. So, hier ist natürlich noch der Schutz drauf, ne? Joa. Das ist das Prachtstück einmal. Zwei HDMI-Anschlüsse hier. Zwei DisplayPorts. Ich nehme eh das eine DisplayPort dann hier. Und ja. Man sieht, da ist viel drauf. Und glaube ich auch viel drinne, hoffe ich. Und ist schon Klopper. Hier ist die Stromanschluss hier oben. Wie viel sind das? 8 Pin und 6 Pin. Müsste eigentlich genau gleich sein mit der vorigen Grafikkarte. Mal gucken. Ja, bin ich mal gespannt. Habe ich mal gespannt. Mal gucken, ist da nichts mehr weiter drin? Ist da nichts weiter drin, außer nur die Grafikkarte? Mehr ist nicht drin. Okay. Das ist für mich neu. Keine Kabel, nichts, alles nichts drin. Ja. Ja, wie gesagt, nächster Schritt ist Einbau. Das werde ich auch gleich direkt machen. Eine Empfehlung vom Kumpel war, einfach die alte Grafikkarte rausbauen, ohne vorher irgendwas zu deinstallieren bei Windows 10. Dann die neue einfach reinbauen, hochfahren, dann soll es eigentlich funktionieren, weil die Grafikkarte ist ja mit meiner alten mehr oder weniger vom Treiber her kompatibel, weil die Grafikkartentreiber sind die gleichen und Windows 10 sollte eigentlich so schlau sein, das zu erkennen. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den Rechner hier auf dem Tisch habe. Ich muss nämlich erstmal alles vorbereiten, die Kabel abschließen, das Ding hochbocken hier und dann aufbauen. Bis gleich. So, jetzt habe ich hier den Rechner mal hochgewuppt. Ich muss erstmal hier alles so einstellen oder vorbereiten, damit ich hier gleich direkt ran kann. Das große Problem wird sein, auch gleich die alte Grafikkarte wieder auszubauen, aufgrund halt, dass es so ein dober Pin ist, der ja die Grafikkarte auf dem PCI-Slot hält. Und das große Problem an der ganzen Geschichte ist nämlich, da diesen Pin rauszufummeln, weil den sieht man so gut wie gar nicht. Oder ranzukommen, eher gesagt. So, aber erstmal hier, also gesagt, vorher statisch im Laden, bevor ihr rangeht, ne? Ganz wichtig und immer vorsichtig, immer vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. So. Ein bisschen Kraft anwenden müsst ihr natürlich, ist klar. Aber trotzdem immer vorsichtig. So, da hinten ist so ein weißer Pin, den muss man erstmal irgendwie runterdrücken. Ah, shit. Was ist der hier? Ich kann das gerade nicht erkennen, um ehrlich zu sein. So, lösen wir erstmal hier die Schrauben. Hier sind noch Schrauben an der Seite. So, eine. Sagt immer mit Ruhe und immer gucken, was ihr da abschraubt, wo ihr es her habt. Gut zur Seite legen. Nicht, dass die Schrauben hier rumfliegen. Gucken, vielleicht kriege ich Grafikkarte auch gleich so raus. Ich weiß gar nicht. Normalerweise ist immer so ein Pin mit drauf auf dem Mainboard, der das Mainboard immer, der die Grafikkarte immer drauf hält. Guck ich die so ab. Okay, nee, doch nicht mit drauf. Ah, okay. Warum auch immer. Okay. So, das ist meine alte Grafikkarte. Hier haben sich auch immer die Kleber von den Lüftern immer gelöst. Das ist meine alte Grafikkarte hier. So sieht's aus. Meine Power Color. Power Color. So. Ja, hat mich eigentlich nicht großartig in den Stich gelassen. Gab natürlich einige Treiberprobleme. Also ein Fehler war zum Beispiel bei der Grafikkarte, was mir aufgefallen ist, wenn ich im Vollbildmodus gespielt habe mit FreeSync.
Und ich bin auf den Desktop gegangen und habe einen Browser aufgemacht. Kann es sein, dass danach, wenn ich wieder ins Spiel gehe und ein bisschen gespielt habe, einfach der Rechner sich neu gestartet hat? Das ist irgendwie angeblich ein Treiberproblem. Hatte ich jetzt also Ewigkeiten nicht mehr. Und ja, eigentlich auch eine gute Grafikkarte. Aber es ist halt, ja, die lief und läuft. So. Packen wir die erstmal zur Seite. So, mal gucken hier. Wie gesagt, da unten ist der Anschluss. Ich kann noch ein bisschen näher rangehen. Mal gucken. Na, komm. So, hier ist auch NVMe-Grafikkarte, wo ich kann sagen, nein, Speicher eingebaut. Hier ist dieser Clipper, den ich meine. Der muss eigentlich weg. Also weggeklippt werden. Aber der war gar nicht richtig angeschlossen, habe ich gesehen. So, mal kurz einmal reinpusten, mal eben. Okay, Fenster aufmachen. So, das ist natürlich immer problematisch mit dem Staub, ne? Da müssen wir mal gucken. Auch gucken, dass da kein Staub in die Anschlüsse hier reinkommt. Ist auch mal eine wichtige Sache. Und dann mal hier ein bisschen was gucken, ob die Kabel auch alle drin sind. Die Joa, das ist das Board. Muss man hier kurz was machen? Moment. Ja, bin ich ganz zufrieden damit. Ein bisschen gucken hier. Moment, ich habe noch so ein anderes Ding. Obwohl ich da jetzt nicht. Nee. Ich habe noch so ein Airduster, aber das lasse ich mal lieber. So, ich hoffe, das reicht so. Seht ihr jetzt auch keine Drecksachen irgendwie drin? Nö. So. Das dauert jetzt natürlich alles ein bisschen länger, ist natürlich klar hier, ne? Schöne Schuhe habe ich auch an, ich weiß. So. Das Ding hier mal ab. Ein Schutz hier, so. Jetzt wollen wir mal gucken. Wow. Also die ist verdammt schwer, die Grafikkarte. Müsst ihr mega aufpassen, dass ihr das nicht so fallen lasst, wie ich gerade. Alter, es geht sogar über die Anschlüsse rüber. Uiuiuiui. Mann. Alter Schwede, also man kommt an die Anschlüsse dann gar nicht mehr ran. Man kommt hinten an die Anschlüsse dann gar nicht mehr ran. Das Monster. Alter Scholli, ey. Ist das jetzt eigentlich richtig drin? Ich hoffe schon, ey. Man kommt auch gar nicht an den Clipper da unten ran. Funktioniert gar nicht. Da doch, über die Seite hier sehe ich gerade. Okay, Moment. Muss ich was gucken. Ihr seid immer vorsichtig, ey. Ah, oh Mann, ey. Aber scheint drinne zu sein. Sieht zumindest so aus. So, den Clipper nochmal hochziehen hier. So, der ist auch jetzt hoch. Wie gesagt, könnt ihr über die Seite hier doch an und hier rausziehen. Sieht man jetzt zwar nicht gut, warte mal. Sieht man das so vielleicht? Da unten ist dieser Clipper hier. Das ist ja, da müsst ihr halt aufpassen, ne? Dieser hier, der muss vorher gelöst sein. Sieht man da? Sieht man das einigermaßen? Weiß ich jetzt nicht. Der hier ist ein Clipper, den könnt ihr hier so mit dem so lösen dann, aber der soll natürlich fest sein. Aber dann müsst ihr dann denken, wenn ihr die Grafikkarte tauscht, dass unten so ein Festhalteclipper ist für die Grafikkarten. Nicht, dass ihr da die Grafikkarte mit dem Slot alles rausreißt. So. Jetzt will ich natürlich gucken, wie ich hier. Moment, ich muss natürlich die Verschraubung noch aufmachen. Ja, das ist alles seit langer Zeit, dass ich das hier mache und ich bin halt kein Profi, ja. Das dürft ihr nicht vergessen. Ich bin hier kein Profi oder so. So, mal kurz anderen Schrauben drehen. So. Ein bisschen andrücken hier, aber nicht doll. Ah, shit. Genauso sollte es nämlich nicht sein. Sieht man da eigentlich überhaupt was? Weiß ich gar nicht. So. Ah, sieht man da eh nicht, weil ich meine Hand vorhabe. So. Zittrige Angelegenheit hier. So, erstmal eine Sache reinmachen hier. So. Dann passt der andere jetzt auch.
Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht, vor allem wenn die Grafikkarte so teuer war, da hat man noch mehr Schiss, irgendwas zu Schrott zu machen. So, Clipper ist fest, alles kontrolliert, so, jetzt kommen noch die Stromanschlüsse und dann können wir das Ding gleich hochfahren. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert gleich oder nicht. Aber auf jeden Fall ist es halt ein Monster, ne? Kann man nicht anders sagen. Es ist halt schon eine Monster-Grafikkarte. Bin mal gespannt, wie warm die wird, etc. Oder ob ich gleich ganz der Bluescreen kriege. Mal schauen. Lass mich mal überraschen. So, Moment. Ist das denn? Wieso passen das jetzt nicht? What? Ist nicht andersrum? So, andersrum. Okay, bei der Grafikkarte muss ich andersrum machen. Auch lustig. Muss ich die drehen? Okay, die Clips sind jetzt auf der anderen Seite. Alles klar. Kein Problem. Hauptsache, es klippt irgendwie und der kriegt Strom. So. Jetzt richtig drauf oder nicht? Ich hoffe ja. Kommt so komisch vor hier das Ding. Ja, ist aber richtig, oder? Doch, ja. So, jetzt hat er richtig geklickt. Gut. Das ist auch alles angeschlossen, das ist auch alles angeschlossen. Nochmal nachdrücken. Wie gesagt, nicht ganz so doll, nicht, dass das ganze Mainboard hier kaputt reißt. Ja, und das ist jetzt erstmal eingebaut. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das hochgefahren habe hier. Bis gleich. So, alles angeschlossen. Jetzt die Sekunde der Wahrheit. Düt. RGB hat das Ding auch übrigens, ja. Leuchten tut sie schon mal gut. Laufen tut anscheinend wohl auch alles. Jetzt gucken wir mal, ob der Rechner auch wirklich hochfährt. Er fährt hoch, okay, das ist schon mal sehr gut. Ich kann es leider gerade nicht anders aufnehmen, sorry dafür. Ja, das ist doch schon mal schick. Gut, dann geht es gleich weiter, aber wir gucken noch mal kurz RGB an nochmal. Toll, so leuchtet die Grafikkarte. Das kann man bestimmt noch irgendwie einstellen. Aber sieht man eh nicht viel, glaube ich. Sorry dafür. Aber ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. So, die Tests kommen gleich. Ich bin gleich wieder da. So, jetzt habe ich eine Dreiviertelstunde rumgetestet, habe auch Call of Duty Black Ops Cold War gespielt. Da gab es noch keine großen Unterschiede, aber wahrscheinlich hat das Spiel auch selbstständig schon alles hochgeschraubt. Muss ich dann nochmal gucken. In den Grafikeinstellungen gehen nochmal direkt vergleichen mit einer 5700 XT. Aber es lief alles flüssig, ohne Probleme. Der Rechner blieb auch recht ruhig, also von der Kühlung her auch alles super. Nicht abgestürzt, aber zuerst musste ich vorher, habe ich noch gemacht, fällt mir gerade so ein, habe ich vergessen zu sagen. Habe ich bei meinem MSI-Board habe ich noch ein BIOS-Update gemacht vorher, weil da stand extra noch, dass man eventuell eins machen muss. Habe ich dann noch gemacht gehabt, vielleicht müsst ihr das dann auch. Müsst ihr gucken, wenn das System stabil läuft, ohne Probleme, dann müsst ihr es nicht machen. Wenn ja, dann, wenn ihr Probleme habt, müsst ihr eventuell noch ein Mainboard-Update machen. Zudem muss ich die Radeon-Treiber hier doch mal neu installieren, aufgrund halt, dass das einfach nicht richtig erkennen wollte. Ich habe jetzt die optionalen Treiber genommen, die aktuellen vom 18.03.2021. AMD-Treiber für die Grafikkarte hier. Und ja, wie man sieht, unten rechts wurde erkannt hier, ja, die Grafikkarte wurde erkannt, aber lustigerweise hat er meine CPU irgendwie nicht erkannt. Warum? Ich weiß nicht, liegt vielleicht jetzt an den aktuellen optionalen Treibern. Wie gesagt, ist noch alles sehr frisch. Das heißt, da wird auf jeden Fall noch nachgeliefert. Da müssen die selber erstmal drauf einprogrammieren, sagen wir es mal so. Das wird noch ein bisschen dauern, bis die Treiber so sind, wie sie sein sollen. Aber im Moment ist der PC noch nicht abgestürzt. Ich habe auch noch einen 3D-Mark gemacht. Kann ich auch noch mal kurz zeigen. Sieht einmal so aus. Habe alles so gelassen, wie es ist. Habe die normale Demo durchlaufen lassen und so sieht das im Moment aus. Vielleicht kann da ja einer was mit anfangen. Ich weiß es nicht genau. Aber 11.007 Punkte ist okay. Grafikscore 12.040. Wurde alles erkannt. Wie gesagt, mit den optionalen aktuellen Treibern hier von der
von ATI oder AMD, wie man will. Hier sind noch ein paar Sachen angegeben. Ja, wie gesagt, könnt ihr euch ja mal kurz angucken. Vielleicht ist es ja interessant für jemanden. Ich weiß es nicht. Also Frames waren auf jeden Fall gut. Und sonst, ja, kann man das so stehen lassen. Zudem habe ich noch Open HW Monitor laufen lassen wegen der Temperaturen. Da muss ich mal gucken, wo ich das finde. Da. So, da haben wir nämlich auch noch ein bisschen was. Vielleicht kann man das ja erkennen. Ich weiß es nicht genau. Ich hoffe schon. Das muss ich mal ein bisschen rangehen. So. Andere Möglichkeiten habe ich hier gerade nicht. Also, so sieht das mein System aus. Also, ich habe mir halt MSI MPG X570 Gaming plus Mainboard. Hier sieht man die einzelnen Sachen hier. Temperatur, hier ist die Maximaltemperatur, ja, die hier gekommen ist. Ist eigentlich okay, von den Temperaturen her, finde ich. Dann hier die einzelnen, ja, Fans, also die Lüfter. Hier nochmal CoreTemp, etc., etc. Memory-Kram. Hier die, natürlich die AMD Radeon RX 6700 XT. Hier sieht man halt, was das Ding verbraucht hat, wo es maximal war. Alles GPU. Core-Temperatur war bei 69 Grad Maximum, als ich alles gemacht habe eben. Aber GPU-Hotspot war bei 82 Grad. Man weiß ja, AMD hat da ein paar Probleme. Beim Hotspot geht, kann das bis 100 Grad gehen. Warum auch immer, ich weiß es nicht, aber das scheint wohl normal zu sein. Aber die wird ziemlich warm. Sagen wir es mal so. Das ist, glaube ich, bei Nvidia, glaube ich, nicht so. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Da hier sieht halt, wie hoch die Fans maximal rotiert sind, etc. etc. Aber so sieht man mal ein bisschen die Temperaturen. Ich hoffe, man kann genug erkennen. Und ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Mehr kann ich eigentlich nicht zeigen, will ich eigentlich auch nicht zeigen. Langzeittests werden es dann halt zeigen, wie die Grafikkarte dann wirklich ist. Es müssen natürlich noch neue Treiber kommen. Wie gesagt, das ist hier alles amateurhaft, nichts Profimäßiges, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und probiert selber aus. Aber die Grafikkarten sind halt im Moment sehr, sehr teuer. Deswegen dreimal überlegen, ob ihr sowas kaufen möchtet. Weil vielleicht ein Jahr oder anderthalb Jahren werden die halt günstiger. Naja, das sei dahingestellt. Danke nochmal für euren Support, danke fürs Zusehen, reingehauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.